So, da sind wir bei Deadpool Watergates. Wir müssen Cable helfen, diese komischen Wetterhainis davon zu verprügeln. Wir haben die französischen Skelette überlebt und mal gucken, wie viele Gegner sich hier uns entgegenstellen. Die Wand da vorne sieht interessant aus. Bin mal gespannt, was danach auf uns zukommt. Oh, fuck. Ja, ich sollte auch gucken, wo ich hinlaufe. Ansonsten bin ich nicht großartig gehilfen für Cable. Fuck, warum hast du immer so große Waffen? Der muss irgendwas kompensieren. Ich glaube immer noch, dass dieser Kerl irgendwas kompensieren muss. Ah! Die Wetterheinis, Mann. Oh ja, das hast du schon mal erwähnt, richtig. Du bist eindeutig Die Hard Fan. Na komm schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese fliegenden Typen da vorne sind, glaube ich, die nervtötendsten Gegner bisher. Ich habe zwar mal gedacht, diese Slendermons, aber... Nee, die bleiben wenigstens am Boden und porten sich nur am Ende. Und dann hast du eben noch ein, zwei Mal, wo du sie dann irgendwie erwischen musst. Aber die Typen... Holy crap! Ich hab sie schon fast vergessen. Ich war glücklich. Und dann kam diese Szene. Ja, gehst du drauf oder bleibst du da stehen? Okay, er hat, glaube ich, nicht wirklich großartig Interesse daran drauf zu gehen. Oh, hey. Fuck, Cable, hast du den Typ... Oh, jetzt wollte ich dich gerade loben, dass du diesen verdammten blitzschmeißenden Vollidioten da oben irgendwie schon weggemacht hast. Nope. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Fang diese Kugeln. Team Circus. Awesome, das war gut. Was, was? Noch mehr? Oh, fuck. Die ist keine Challenge für dich, dann mach ihn doch weg. Das ist auch keine Challenge für mich, er geht mir doch auf den Sack. Dad, missed you, babe. Hey, Baby. Atop this platform are three statues. Okay. Choose one. Retrieve the spirit and bring it here. Ah, ja. Ja, das... okay. Spielen wir jetzt plötzlich Eternal Darkness? Comes in for irgendwas? Three. Fill these statues. Set us free. What a beautiful poem. So true. What the fuck does it mean? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme die grüne. Ach so. Ach so. Move it, Wade. We need to stop. See no evil, speak no evil, hear no evil. Ich verstehe. Das sind eigentlich Affen, auf mir aus. Nichts Wade, sagen, nichts sehen, nichts hören. Was? Ich glaube, ich nehme die, oder? That's the last place I expected to spend some QT. Catacombs. Nicht sehen, ist ein... Get going, Wade. Ja, ja, ist ja gut. Don't worry about me. I work in video games. Let the quest for booty begin. Hear no evil. Ja, das habe ich gewählt. Green. Also, Envy. Völlig recht. The killer's madness. Wow. Der fährt's drauf. Ja, dann lass uns mal an die geheimnisvolle Tür herantreten. And I'm where now? Ja, ja. Finde die Seele, fang dir eine Statue und bring... Ghost fucking Busters? Ja, ich glaube. Ghostbusters, von mir aus. Hat jemand Würmer dabei? Wie fängt man die Geister? Ich hab keine Ahnung. Mit einer Angel vielleicht. Mit einer sehr großen Geisterangel. Ehrlich, wenn ich hier fertig bin, da ist einiges an Ektoplasma an der Wand. Oh, oh Gott. Was ist mit euch passiert? Yes! Der war awesome. War ja fast schon Matrix-mäßig. Nur cooler. Und ohne Umhang. Der braucht schon Umhang. Bin auch awesome ohne Umhang. Autsch, autsch, autsch. Ja, ja. Ich werde mal ein kleines bisschen in der Gegend rumlaufen und einfach mal schauen, ob ich nicht draufgehe. Was hattet ihr denn von der Idee? Ja, oh fuck. Ja, von meiner eigenen Granate getroffen zu werden, ist nicht das Klügste, aber von mir aus. Wo bleiben wir Zeit? Oh, what? Okay, wir haben nur noch wenig Zeit, so wie das aussieht. Holy fucking crap. Was genau haben die hier vor? Hey, try harder. Ich versuch's beim nächsten Mal. Ich könnte ja versuchen, die Granatenvolley zu nehmen und zurückzuballern. Ja? Aber man braucht noch so extrem kurze Beckenbauerhosen, wo man meinen Sack noch sieht. Ich weiß nicht, wer das sehen will. Oder muss ich jetzt einfach nur überleben? Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach nur hier die letzten paar Sekunden überleben muss. Oder irgendwie mehr Sinn machen, denn ich glaube,
Wenn ich mich da raus traue, dann gehe ich wieder extrem schnell drauf. Oh Gott. Ich lebe! What? Ja, auf die Schnauze, ist mir doch egal. Bam! Das Fass von deinem Kollegen ist echt die beste Investition gewesen heute. Hey, das ist auch dümmer aus Crisis. Alcatraz, was machst du hier? Mein Hammer fangen, ja, ich meine, das sehe ich, aber. Echt jetzt? Er hat irgendwie nicht wirklich die besten Jobangebote gekriegt, glaube ich. Dass du dich halt von Deadpool verprügeln lassen, das ist eigentlich schon eine Ehre. Ehre mit E, nicht Ehre wie Penis. Okay. Von mir aus. Ach komm schon. Wo habe ich mein Aim heute gelassen? Ich weiß es nicht genau. Er schläft noch. Tag ist zwar fast schon wieder rum, aber mein Gott, lass ihn schlafen. Das brauche ich ihn auch nicht mehr. Oh fuck, das sind die Hadouken-Typen. Ich hab hier Street Fighter gespielt, ne? Oh fucking crap, das sieht köstlich aus. Ultra lecker. Hallo. Na? Ja, bei mir ist auch alles gut. Bei dir nicht so wirklich, wie das aussieht. Auch von mir aus. Ey, warte mal. Ich lass mich doch von euch nicht ficken. Mach so ein Ding kaputt, bevor ich auf den Aufzug steige. War ich bescheuert. Wir können auch gleich mal unseren neuen Momentum-Angriff ausprobieren, den ich gekauft habe beim letzten Mal. Den wir jetzt mit den Hammern machen können. Oh, Gambit. Hallo. Oh, ouch. Oh, komm schon, echt jetzt? Wow, fuck! Ultramächtige Momentum-Attacke! Gut zu wissen. Oh, der Fucker, der Fucker! Wie nah an mich rankommt, man! Auf meiner Brust rumzulecken! Ist nicht cool! Oh, man! Es bringt nichts drüber zu springen. Ja, mein Gott! Hast halt ein Ei verloren! Sei doch nicht so! Pro-Tipp, spring nicht über explodierende Gegner. Das funktioniert nicht so gut. Enjoy bullets. Da können wir ja auch mehr als gebrauchen. Oh, ich lasse hier erstmal ein bisschen Granaten fangen. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen das Problem weniger. Man muss einfach im richtigen Moment ausweichen. Dann ist es auch gar nicht so das Problem. Kurz bevor sie explodieren, bleiben sie noch ganz kurz stehen. Ah, ich kann schon gar nicht mehr reden. Yes! All die Punkte für mich. Fuck, ich habe gerade eben gesagt, drüber springen bringt's nicht. Ich sollte mir selber zuhören. Und wie gesagt, hier das Ausweichen kurz bevor sie bei anderen dran sind, scheint schon extrem effektiv zu sein. So, habe ich jetzt meine Ruhe ein bisschen. Oh, das sind ein paar DP-Punkte, die ich auf jeden Fall mitnehmen will. Das ist ein Tausender wert, hallo? Die silbernen. Hat schon was. Fuck, meine Hose ist gerissen. Ist peinlich. Unangenehm. Was soll's. Komm schon. Geht doch. Okay, da sind zwei rote Tore. Bedeutet rot, ich muss hier mit der roten Statue durch, oder bedeutet rot, die kann ich einfach jetzt noch nicht öffnen? Vor allem noch nicht, während ihr noch drinne seid. Das ist extrem dumm. Oh nein! Fucker, was bist du denn eigentlich, ein Perverser? Holy shit! Kriegt man so eine Maske her? Ich kenne dich noch nicht lang, aber du magst Penisse. Das kann ich sehen an deinem Gesicht. Was zur Hölle? Oh, das sind deine Haare. Das ist gar keine Maske. Fuck! Geh zum Friseur. Und zack, dann hin und her. Und nochmal drauf. Und weil es so schön war, noch einmal ins Gesicht. Hadouken von einem Kumpel fangen. Das kannst du schon gut.
Autsch! Fucker! So! Noch ein Problem! Oh, fuck, Slendermon! No one should hide this, except you. Oh yeah! Mächtige Hämmer! Verdammt, ich liebe diese Hämmer! Eine der besten Investitionen, die ich bisher gemacht habe in dem Spiel. Ist auch ein bisschen mehr Energie vielleicht, okay. Das lasse ich gerade nochmal so durchgehen. Nur weil ich heute einen guten Tag habe. Hepapa! Ropa-dopa! Yes! Kann man eine Ultra-Kombo dranpacken an Momentum-Attacke? Momentum-Attacke. Oh Gott, schweres Wort. Eigentlich nicht wirklich. I know, I can't believe you're about to fight me either. Ist eigentlich schon eine scheiß Idee. Ganz ehrlich, ich gebe euch 10 Sekunden. In der Zeit könnte gehen, aber ich glaube, ihr habt nicht das Gehirn, um zu verarbeiten, was ich gerade eben gesagt habe. Hier oben reingehen. Hey, das kann ich auch. Who am I? Ouch. The merc with the mouth. Seriously, don't they teach you clones anything about history? Den die Comics gelesen? Echt jetzt? Let me drop a little knowledge on you, Clive. Warte mal, was? Wohin gehst du denn? Ach, da bist du ja wieder. Dachte schon. Dachte schon, er hat Angst bekommen vor uns. So I tried to be a good guy like Wolverine. But better look. And we can't forget the secret name of Hillicum Science Lab. Killing. Komm schon. More killing. And more killing. Das macht schon Spaß. Ich muss schon zugeben, also. And that brings us to the present. War das eine Lebensgeschichte? Töten, töten, noch ein bisschen mehr töten. Granaten fangen. In erster Linie mal Granaten werfen, die anderen fangen. Na gut, okay, damit könnte ich erstmal leben. Oh, ich habe 150.000. Ich weiß nicht mehr genau, was ich kaufen wollte, aber irgendwas wollte ich mit 150.000 kaufen. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal die Ladenstraße freimachen, sozusagen. Oh! Warte mal, was? Heftige Maschinengewehre! Habt ihr da? Vertrauen euch das Ding an? Sind das irgendwie 150 Gambits oder war das gerade das Echo von der Höhle? Ich hoffe immer noch aufs Echo von der Höhle. Habe ich echt ein Problem. Alter Schwede. Die sparen hier aber auch nicht mit den Gegnern. Noch eine. Nur mal so zur Vorwarnung, dass keiner sagen kann, ich habe die gar nicht gesehen. Dann mach deine Augen auf. Warte mal, was? Wo bist du denn hin? Fucking Magic. Dann müsste das recht sein. Okay, sobald ich mal kleines bisschen Zeit hier ab. Schau ich mal ganz kurz in den Shop wieder rein. Oh, was? Hat er mich ausgetrickst? Du Glitchiger! Was? Verdammte Scheiße! Ja. Okay, halt. Das war falsch. Lass mich mal ganz kurz reinschauen. Ich habe doch hier irgendwo was für 150.000 gesehen. Was war's denn nochmal? Doppelschaden? Mehrfach ausweichen. Ja, damit. Das kann ich gut gebrauchen. Ansonsten können wir uns hier noch nicht wirklich was zulegen, ne? Na doch, Momentum, Kombo-Verbesserung. Erhalte für jeden 10. Treffer zusätzliches Momentum. Nein! Nicht wirklich. Brauche ich gerade nicht. Ich sollte sowieso öfters mal Momentum-Attacken machen. Okay, Baby. Das ist nicht schwierig. Soll ich hinkriegen. Weil ich auch manchmal ein bisschen chaotisch bin, also das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Fuck, ist der Tod scharf. Er bringt mich ja fast schon dazu, drüber nachzudenken, mich von der Klippe zu stürzen. Claim what treasure you find, but do not wander too far into the shadows. Not all spirits in the catacombs are pleased by the presence of outsiders. Ah ja. Gib mir doch aber eine Taschenlampe. Nein? Nicht so wirklich Bock drauf, na gut. Eieieiei. Muss ich aber relativ schnell sein, so wie das hier aussieht. Ja, ja, alles gut. Oh Gott, die Dunkelheit. Oh Gott, sie tut weh. Hey, eine Kiste habe ich schon mal liegen lassen.
konnte ich nicht mitnehmen. Jetzt mal den Arsch abgebrannt. Im Dunkelheit brennen kann, ich weiß ja nicht. Oh, babe, where are you going? A better view of what's to come. Stay your course. Do not panic. Ich werd nicht panisch. Alles in Ordnung. Oh, we have a visitor. Show your love for me and free its soul. You can't. Hey, does it smell funny to you? Oh, echt jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy fucking shit. Du bleibst aber halt auch nicht stehen. Das kann man so nicht sagen. Aber die bleibt nicht mal stehen, wenn sie mir eine Aufgabe gibt. Okay, ja, gut zu wissen. Ich hab dich verstanden. Ja, irgendwie scheint hier gar niemand pleased zu sein, dass ich da bin. Hast du die Kiste eigentlich gerade nicht geöffnet? Zumindest mal sagen, öffne die fucking Kiste. Okay, manche Kisten sind irgendwie ein bisschen verglitscht, habe ich das Gefühl. Also zumindest kann ich sie nicht öffnen. Was zur Hölle tot? Egal, mit meiner Goa-Statue auf dem Rücken habe ich keine Angst. A better view of what's to come. Stay your course. Do not panic. Ich habe nicht mal einen Ausschnitt an. Was für einen besseren Ausblick willst du denn haben? Oh, we have a visitor. Show your love for me and free its soul. Achso, doch, sie bleibt stehen. Aha, okay, ich bin einfach nur weitergerannt. Ich dachte, sie hat ein bisschen vorne, weiter vorne angehalten. Nee, nicht wirklich. Na gut. Kümmere ich mich erstmal ganz kurz um Slenderman. Im ultraengen Anzug. Ah, da muss man draufstehen. You are hungry. As am I. Follow. Okay. Wie schon gesagt, das macht mir kein großes Problem, dir zu folgen. Ist es komisch, dass ich den Tod scharf finde? Ach, whatever. Interessiert mich nicht. We have arrived. The spirit belonged to a mutant who could control the fires of hell if he chose. Proceed carefully, my love. You will be tested. Okay. What? Oh Gott. Lava Baby! Muss ich da reinspringen? Ich spring mal da rein. Oh, we love side scrollers. Ah, this is old school right here. Fucking old school. Consider this level Deadpool approved. Ja, ich mag side scroll level. Habe nichts dagegen. Okay. Oh, fucker. Na gut, hier, die Kiste nehme ich noch mit. Was auch immer. Ich stimme dir einfach mal zu. Weil, wie könnte ich Deadpool nicht zustimmen? Oh Gott, nicht da hoch. Autsch. Yes. Awesome, okay. Geht's da lang. Wunderschön. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das Game an und für sich ist halt schon großen Teil der Zeit das gleiche. Man zerschnetzelt unglaubliche Mengen an Gegnern, Welle für Welle und geht eben weiter. Also, ah, es ist nicht so unglaublich fortschrittlich. Haben schon einige Games vorher gemacht. Einige Games. Aber es hat dann trotzdem immer wieder Passagen drin, wo ich mir sage, so, holy fuck, das ist echt awesome. Es macht echt Laune, das Spiel einfach nur. Und einfach der Humor einfach reißt auch einfach total raus, finde ich. Moment. Kann ich hinbeamen? Oh, das ist groß. Das ist viel wert. Hier sind Plattformen. Oh, oh Gott. Ah, ah, ah. Autsch, autsch, autsch. Fuck. Das üben wir nochmal. Oh Gott, ich muss mich da hochbeamen. Ich muss mich da hochbeamen. Okay. Von mir aus. Ich hab gerade Symbol erst viel zu spät bemerkt. So, Hallöchen! Das ist nicht ein Glückstag. Oh, fuck, das komplette Ding geht dann weg. Okay, okay. Ich dachte, diese eine größere Plattform oben ist die ganze Zeit da. Falsch gedacht. Ich geh erstmal hier hoch.
Es war alles geplant. Es war von langer Hand geplant. Und es war perfekt ausgeführt. Da, whatever. Lass uns mal hier hochgehen. Hallöchen! Open Sesame. Oh, nice. So, wird das auch abgeschlossen, ja? Oh, so good! Wow! Oh, ist heiß! Okay, sagt mir das noch jemand. Gut, Leute, ich würde sagen, in dieser Kristallhölle machen wir das nächste Mal weiter und schauen einfach mal, wer uns da gegenüberstehen wird letztendlich. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Bis dahin, haut rein!